Monatelang war meine Hand weggesperrt. In einer Blechbüchse. Nichts war da, nur U-Bahn-Geländer. Vielleicht ist sie beschädigt, dachte ich. Und sie haben sie deshalb eingeschlossen. Doch als ich hineinschaute, lag sie ruhig da. Daran könnte man zeigen, wie spät es ist, dachte ich. Wie eine Uhr, an ihren 5 Knöcheln und den dünnen unterirdischen Adern. Sie lag da wie eine bewusstlose Frau, ernährt durch Schläuche, von denen sie nichts ahnte. Die Hand war ganz entkräftet. Eine kleine Ringeltaube, die sich zurückgezogen hatte. Ich drehte sie um und die Handfläche war alt. Ihre Linien gearbeitet wie feiner Gobelinstich und in die Finger vernäht. Sie war dick und weich und an manchen Stellen blind. Nichts als verletzlich. Und all dies ist Metapher. Eine gewöhnliche Hand, der nur fehlt, etwas zu berühren und berührt zu werden. Die Hündin tut's nicht. Ihr Schwanz wedelt im Sumpf nach einem Frosch. Ich bin nicht besser als ein Karton Hundefutter. Sie hat ihren eigenen Hunger. Meine Schwestern tun's nicht. Sie leben in der Schule. Abgesehen von Knöpfen und Tränen, die herunterlaufen wie Limonade. Mein Vater tut's nicht. Er kommt mit dem Haus und lebt sogar nachts in einer Maschine, von meiner Mutter gemacht und gut geschmiert von seinem Job. Seinem Job. Die Schwierigkeit ist, dass ich meine Gesten gefrieren ließ. Die Schwierigkeit war nicht in der Küche oder den Tulpen, sondern nur in meinem Kopf. Meinem Kopf. Dann wurde all dies Geschichte. Deine Hand fand meine. Leben schoss mir in die Finger wie ein Blutgerinnsel. Oh, mein Zimmermann, die Finger sind wiederhergestellt. Sie tanzen mit den deinen. Sie tanzen auf dem Dachboden und in Wien. Meine Hand ist lebendig in ganz Amerika. Nicht mal der Tod hält sie auf, der ihr Blut vergießende Tod. Nichts hält sie auf, denn dies ist das Königreich und das Jenseits.